Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Sophia und ich möchte mit euch heute gucken, was in der kommenden Woche so auf euch zukommt, welche Energien und welche Impulse sich zeigen mögen. Wichtig zu sagen ist noch, das ist eine Kollektivlegung, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte schau auch einfach noch bei deinem Mond- oder Sonnenzeichen oder bei deinem Aszendenten nach. Ja, wenn du Interesse an den Karten hast, dann schau doch gerne in dem separaten Video dazu, was ich gedreht habe, zur Vorstellung der Karten nach. Hast du Interesse an einer privaten Legung, dann schau im Infokanal, dort findest du meine WhatsApp-Nummer und kannst mich gerne kontaktieren bezüglich eines Termines. Liebe Schützen, wir starten dann jetzt für euch in die KW 42 vom 16. bis 22.10. und fragen hier mal einmal nach eurer Hauptenergie. Was ist jetzt hier wichtig im Kollektiv der Schützen zu übermitteln? Welche Energie, welche Input ist hier wichtig? Wie starten die Schützen in die kommende Woche? Was ist hier beitragend im Kollektiv zu übermitteln? Da hat es gestoppt. Da haben wir die Mäßigkeit. Ja, hier geht es wirklich darum, einen langsamen Weg einzuschlagen, ja, etwas fließen zu lassen, ja, eine wirklich gesunde Entwicklung, Energie auch zu haben, ja, so geduldig sein, in Frieden und Harmonie zu sein. Spannende Energie. Wir gucken mal, welche Bereiche sich da mit den Nenemor-Karten zu zeigen. Ich hätte gerne den Siemerweg für die lieben Schützen für die neue Woche. Was wird die kommende neue Woche für die Schützen bereithalten? Was ist hier im Kollektiv wichtig zu übermitteln? So, nehmen wir mal hoch, das waren mir zu viele. Was ist hier wichtig? Auf jeden Fall spüre ich schon mal Power bei euch. Also hier kommt Feuer rein in die Woche. So, die Sterne. So, und dann mit den schönen Tarotkarten noch eine abschließende Energie für die Schützen. Was ist noch beitragend zu der Woche zu sagen, beziehungsweise wie gehen die Schützen aus der kommenden Woche raus? Was ist hier wichtig zu übermitteln? So, die drei der Kelche. Ja, hier geht es um Liebesglück, eine schöne Zeit zu haben, für den einen oder anderen sogar eine Hochzeit, das ist eher weniger, ja, aber sich einfach über das, was man erreicht hat, schon zu freuen, ja, zufrieden und glücklich zu sein, Erfolg zu haben. Und das spiegelt sich auch wirklich hier am Ende der Woche mit, ja. Hier wirklich noch die Geduld haben am Anfang der Woche, an das Gelingen, glauben mit den Sternen, ja, in die Sterne schauen für den einen oder anderen. Ja, hier gibt es für den einen oder anderen auch noch so ein bisschen, ja, Konflikte oder Gespräche, ja, die so ein bisschen mit Belastungen zu tun haben, hier mit dem Mond, ja. Man weiß hier vom Außen vielleicht auch noch nicht bei dem einen oder anderen, ja, was kommt auf mich zu, aber so ab Mitte der Woche, beziehungsweise gegen Ende der Woche, geht man hier neue Wege. Hier kommen mit dem Reiter Nachrichten wirklich zur Besserung oder zur Liebe auf einen zu, um dann hier in dieses Glück zu gehen am Ende der Woche. Im Großkollektiv würde ich sagen, hier geht es einmal um die Liebe an sich, aber auch um das Herzensbusiness, ja, um Herzensangelegenheiten, um innere Prozesse, die zur Heilung kommen, in neue Wege. Ja, da musst du für dich im Kollektiv, lieber Schütze, mal gucken, was da auf dich zutrifft. Also es ist nicht nur auf die Liebe, für viele aber schon auch auf die Liebe mitbezogen. Wir fragen jetzt nochmal nach einer Seelenbotschaft für die lieben Schützen, für die kommende Woche. Was ist hier am beitragendsten? Was darf ich hier übermitteln? So, da hat es gestoppt. Überwinde dich.
Manchmal musst du Brücken bauen zu Menschen, die dir etwas bedeuten. Wenn du es aus Angst vor Ablehnung nicht tust, könnte eine Freundschaft oder auch eine Liebe verloren gehen. Ja, und das passt auch so ein bisschen mit der Mäßigkeit, mit den Konflikten, ja, und vielleicht auch der Angst, auf jemanden zuzugehen, ja, und man wartet, dass jemand auf einen selbst zukommt, ja. Hier ist ja der langsame Prozess mit der Karte. Genau, so, wir schauen mal. Mit der Mäßigkeit war das, genau. So, jetzt gucken wir nochmal mit den Portalkarten. Was ist hier für die Schützen im Kollektiv wichtig zu übermitteln? Was ist hier ein Beitrag von den Portalkarten für die kommende Woche? Da hat es gestoppt. Höhere Herzaktivierung. Deckung fallen lassen, göttliche Liebe, dein Herz ist geheilt. Ja, die Deckung fallen lassen, das passt auch. Vielleicht hier auch einfach mal sagen, aussprechen mit den Ruten, was ihr denkt und fühlt. Ja, und bei vielen geht es wirklich hier im Kollektiv um neue Wege in der Liebe. Ja, diese göttliche Liebe auch zu empfangen, sich zu überwinden. Ja, vielleicht auf seinen Herzensmenschen auch zuzugehen. So, wir gucken jetzt nochmal nach einem Rate der Krafttiere dazu. Was ist hier mit den Krafttieren noch für ein Rat zu übermitteln? Aber ihr denkt immer dran, ihr seid selbst für eure Handlungen verantwortlich. Karten zeigen immer nur Tendenzen auf. Nehmt da bitte nur das wirklich mit, was euch ein Beitrag ist und was auch sich stimmig von der Intuition von euch selbst anfühlt, ja? So, ein Krafttier. Was ist hier für die Schützen noch zu übermitteln? Da hat es gestoppt. Der Löwe, sehr schön. Sich selbst vertrauen, ja. Sich selbst treu bleiben, natürliche Autorität ausstrahlen. So, wirklich, sich treu bleiben, aber hier auch Vertrauen, ja. Vertrauen haben in das, dieses Gelingen, ja, was ihr euch wünscht, kommt, ja. Und am Ende mit drei der Kelche ja auch sehr gut ausgehend für euch, liebe Schützen. Wir schauen mal, welcher Engel zeigt sich dazu, beziehungsweise welche Engelsbotschaft darf ich hier noch übermitteln für das Kollektiv der Schützen für die kommende Woche. Maja, lerne und dich weiterbilden, unterstützen derzeit deine Lebensaufgabe und dein persönliches Wachstum. Die Engel werden dich führen und dir dabei helfen. Also es geht hier auch wirklich um Wachstum, um neue Erkenntnisse, ja, das Lernen, das Weiterentwickeln, vielleicht hier auch mit den Gesprächen, ja, im Außen und wirklich sich auch zu überwinden, hier die Stärke zu zeigen, um je nachdem, ob es jetzt um die Liebe geht oder das Herzensprojekt oder euren inneren Prozess, hier in die Fülle zu kommen, ja, in eine wirklich schöne Zeit. Liebe Schützen, das ist eine sehr tolle, produktive Energie, die ich bei euch spüre. Ich glaube, ihr werdet eine schöne Woche haben, auch wenn der Anfang vielleicht noch so ein bisschen holprig ist und so ein bisschen langsam. Denkt dran, es wird am Ende der Woche etwas schneller und leichter für euch von der Energie, die ich spüre. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es gerne, lasst gerne einen Kommentar da, da würde ich mich mega darüber freuen. Teilt auch meinen Kanal, damit ich noch mehreren Menschen ein Beitrag sein kann, da würde ich mich mega darüber freuen und hoffe, euch bald wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles Liebe, eure Sophia.